Lebe im Jetzt, aber denke an deine Zukunft. Schaffe dir mit einer vernünftigen Ausbildung ein Standbein und vergiss niemals, was dir wirklich Spaß macht. Denn das kannst du danach immer noch tun oder nebenher, kein Problem. Aber wenn du eine Ausbildung hast, die du später immer noch weiterführen kannst oder damit arbeiten kannst, einen Beruf, einen vernünftigen Beruf hast, dann hast du keine Probleme in Zukunft. Wenn ich eine Visitenkarte hätte, würde darauf stehen Markus Merck, Coach von Put into Operation Business Unit Primary. Bei uns alles in Englisch, in Deutsch wäre es wahrscheinlich Produktionsleiter vom Gerätezusammenbau. Das Interessante an meinem Job ist die ständige Abwechslung zwischen technischem, organisatorischem und Managen von einem ganzen Team. Die größte Schwierigkeit an meinem Job ist, denke ich, ständig den Überblick zu behalten bei Dingen, die man nicht selbst in der Hand hat. Immer wieder auf Stand zu sein, zu wissen, was läuft, obwohl man selbst nicht daran arbeitet. Und nebenher auch der ständig gefüllte Terminkalender, das Managen seiner übrigen Zeit, die man hat, um zu wissen, was wirklich los ist. Omikron entwickelt Messgeräte für die Energietechnik und bei uns im Prüffeld werden diese Geräte zusammengebaut, repariert, getestet und gewartet. Mein typischer Tag sieht so aus, dass ich sicherstelle, dass die Produktion läuft, die Reparaturen gemacht werden, die Kunden ihre Geräte repariert und frisch kalibriert wieder zurückbekommen. Beginnt um circa 7:30 Uhr morgens, meist damit den aktuellen Stand der Produktion zu kontrollieren. Läuft alles, ist alles auf Plan, sind wir lieferfähig. Der weitere Verlauf des Tages ist meist von einem Meeting zum anderen. Die Schwierigkeit dabei ist immer auf Stand zu sein, was läuft gerade, denn immerhin bin ich Leiter von 10 Jungs und Mädels, die ständig produzieren und immer wieder mal Rat oder Hilfe brauchen. Mein Arbeitsplatz kann man sich so vorstellen, natürlich ein Computer, ohne geht es heute nicht mehr. Eine riesige Arbeitsfläche links und rechts von mir und je nachdem, wie viel Zeit ich habe und was ich gerade mache, stehen da von Messgeräten, vom Multimeter bis Lötkolben, viele Boards, alles kreuz und quer durcheinander. Also es ist nicht nur vor dem Computer sitzen, E-Mails schreiben und von einem Meeting zum nächsten, sondern eine willkommene Abwechslung zwischen dem einfachen Reparieren mal zwischendurch oder auch der klassische Bürokram. Aufgewachsen bin ich in Rankweil in Vorarlberg, ging dann zur Volksschule, machte die Hauptschule und habe mich dann bei der HTL Rankweil für Elektronik beworben. Habe dann die ersten 3 Jahre dort absolviert, hatte dann kurzzeitig, wie es so ist, wenn man jung ist, keine Lust mehr, war nicht mehr motiviert, habe dann aber trotzdem in die Fachschule gewechselt und die dann später mit Auszeichnung abgeschlossen, daraufhin den Zivildienst absolviert und mich dann bei Omikron spontan beworben. Das Prägendste dabei war, dass ich mich um 8 Uhr abends via E-Mail beworben habe und kurz vor ich zu Bett ging, nochmal meine E-Mails checkte und dann um 21:45 bereits vom Manager von HR eine E-Mail zurückbekommen habe und der mich spontan am nächsten Tag zur Bewerbung eingeladen hat. Daraufhin war ich schon begeistert, habe natürlich auch wenige Momente später angefangen bei Omikron, einen Monat später, und bin da jetzt seit 6 Jahren und habe vor einem Jahr abends die Matura nachgeholt und bin kurz darauf dann später auch Produktionsleiter hier geworden. Ja, es ginge auch ohne meinen Werdegang. Die Voraussetzungen wären nur Kenntnis in der Elektronik und natürlich ein Schulabschluss, eine weiterführende Schule sollte abgeschlossen werden. Aber es gibt verschiedene Wege zum Ziel. In meiner Position sollte man stressresistent sein, man sollte Spaß aber trotzdem an der Arbeit haben und gut mit einem Team, mit Menschen umgehen können.